Ich war einmal Jack Fromsoft. Und heute möchte ich euch die Geschichte eines gebrochenen Mannes erzählen. Seit 2016 pariere ich Bosse in Dark Souls 3. Jeden Durchgang aufs Neue. Jedes Jahr aufs Neue. Jede Woche aufs Neue. Es gibt 9 parierbare Bosse in Dark Souls 3. Es gibt keinen 10. parierbaren Boss. Und mir hat auch jahrzehntelang keiner irgendetwas anderes einreden können. Und ich, Jack Fromsoft, werde das doch am besten wissen. Derjenige, was seit Jahrzehnten in Dark Souls 3 alles und jeden pariert. Und so habe ich in Frieden gelebt. Und Jahre vergingen, Winter zogen ins Land, immer und immer wieder. Und ich wurde älter, weiser, reifer. Ich habe geheiratet und 5 wunderbare Kinder gezeugt. Und selbst meinen Kindern habe ich gelernt, dass es nur diese 9 Bosse zu parieren gibt. Und meine Kinder haben diese Lehre ihren Kindern weitergegeben. Und so wurde dieses Geheimnis in meiner Familie weitergeleitet. Heute bin ich ein alter Mann. Und gestern an meinem Sterbebett, da kam ein kleiner Enkel zu Besuch. Der kleine John Fromsoft. Wir haben uns angesehen und er hatte Tränen in den Augen. Opa, hat er gesagt, du musst jetzt ganz stark sein. Johnny, habe ich mit schwacher und kraftloser Stimme gesagt. Was ist denn los? Opa, man kann die Drachentöterrüstung parieren. Buh, habe ich gesagt, kann das sein, dass du ein bisschen deppert bist? Opa, ich schwör's dir, man kann die Drachentöterrüstung parieren. Eine Stille entstand zwischen uns und ich habe in diesem Moment gewusst, dass mein Enkel Bullshit quatscht. Und ich wollte mit diesen Gedanken überhaupt nichts mehr zu tun haben. Er hat mich aber die ganze Nacht gequält. Und somit hat es nur eine Lösung gegeben. Ich habe meine Kräfte gesammelt. Ich habe mein altes Parry-Shield hervorgekramt und ich habe meine Haare erneut blau gefärbt. Um diesen einen letzten Gang zu gehen. Sensationell und danke für gar nichts From Software. Man kann die Drachentöterrüstung parieren. Der kleine Trottel hat recht gehabt. Ich meine, wie arg ist das, Freunde? Ich hab 34 Jahre alt werden müssen, dass ich draufkomme, dass man die Blechkisten parieren kann.
Und nur dazu sind die Parries richtig effektiv gegen ihn. Ja, weil dieser Angriff, wo man die Parries machen kann, ist richtig schwer zu dodgen. Also wär das in den vergangenen 3.000, 4.000 Spielstunden absolut hilfreich gewesen. Und ich kenne keinen, der was das gewusst hat, dass man die Dragon Slayer Armor parieren kann. Die geschissene Zipferdosen, die elendige. Also ich trage komplett durch, Freunde. Gestern bin ich draufgekommen, 7 vergeudete Jahre. Soll ich euch sagen, was das für die und für mich bringt im Leben? Das kann ich gut mit einem Wort zusammenfassen. Gar nichts. Es bringt uns einfach gar nichts. Wechseln wir wieder ins Dramatische. Denn so war es mir möglich, meinen letzten Wunsch auszuleben. Den 10. Boss in Dark Souls 3 zu parieren. Die Dragon Slayer Armor. Und ich bin friedlich eingeschlafen, im Alter von 20.000 Jahren. Und in diesem Sinne, scheiß drauf, ciao, baba.